von Nice Friends. Hallo, Freunde von Nice Friends, Tivali. Und Cassie. Ja, wir haben uns jetzt überlegt, was filmen wir heute. Und dann fiel uns der ein, wir machen doch mal so ein bisschen mal einen kleinen Gegensatz, was wir jetzt nach 5 Wochen, 6 Wochen sind wir ja schon passiert. Genau. Und da wollten wir so eins erzählen, was uns so ein bisschen aufgefallen ist. Ja, also in Rumänien, wie gehört, 4 Hunde gebildet. Ja, also sind aber keine Wildhunde, Freunde. Die Hunde gehören jemandem. Genau, das sind von Besitzer. Genau, bloß die Hunde wollen halt irgendwie immer raus. Sie sind mehr draußen als drinnen. Mhm. Aber die wollen das auch. Ja. Die sind gepflegt, alles, die kümmern sich um die Hunde. Die sind jetzt nicht aus wie Bellen, nicht weil sie Hunger haben oder sonst was. Die sind einfach Wachhunde. Ja, genau, die bewachen. Das merkt man auch nachts. Manchmal bellen die bis nachts um 3 Uhr, wenn du Pech hast. Meistens sind wir dann auch bis 3 Uhr wach. Ja. Weil du dann nicht schlafen kannst. Wenn ein Hund bellt, dann kommen die anderen 10 oder 20 noch dazu. Ist so. Freunde, ist so. Und aber ist okay. Dann sagen wir, ja. 3 Uhr nachts. Und um 9 Uhr geht es dann wieder los. Mhm. Da fallen dann die nächsten Hunde quasi. Genau, die dann gepennt haben, die fangen dann um 9 an. Geht dann weiter. Ja, dann sind wir, haben wir dann gedacht, so, wir kochen mal wieder mal was ganz Tolles mit einer Bratensoße, ein schönes Rahmschnitzel. Ja, vor allem veganen Rahmschnitzel, ihr wisst ja, der ist ja kein Fleisch. Genau. Aber was mir auch in Rumänien nicht aufgefallen, wir sind ja eigentlich Veganer. Ja. Aber hier müssen wir uns auch teilweise wirklich vegetarisch ernähren. Richtig. Hier gibt es so wenig in Veganer. Wird jetzt sagen, ja, aber Gemüse, bla bla. Hier gibt es wirklich sehr wenig in Vegan. Ja, auch mit Gemüse so. Ja. Ja, man kann immer sagen, wenn nur Angebote da sind, Vegetarier, Blumenkohl, Brokkoli und so bei dem frischen Bereich, sage ich, dann bekommst du es und es ist nicht so, dass es in der Wirtschaftspolitik zu hoch gesetzt wird, wie dann sagt der Rumänen. Nein. No? Also die kriegst ja nur gewisse Sachen und mehr gibt es da nicht. Mhm. Aber wenn dann, es gibt aber genug. Ja, es gibt auch gefrorene Sachen, da kriegst du im Kaufland. Genau. Ja, nur da musst du ein bisschen mehr bezahlen. Richtig. Ja, du verhungerst nicht, es ist immer genug da. Ich meine, die Obsttheke ist immer voll, die Gemüsetheke ist immer voll. Ja, Paprika, Tomaten. Genau, Tomaten, Zucchini, Gurken, das kriegst du immer. Äppel, Birnen und so Zeug. Genau. Auf jeden Fall. Aber so manche Menschen machen halt gewiss Hunger. Also wir ernähren uns jetzt wirklich immer so 10% vegetarisch und der Rest halt vegan. Genau. Ja, dann wie gesagt nochmal mit den Soßen nochmal drauf zurückzukommen. Wir wollten mal ein leckeres Rahmschnitzel machen. Ich dachte, komm, gehst mal wie ein deutscher Kind, mal so eine tolle, von einer gewissen Firma, Rahmsoße holen. Machst du das, ne? Normal hatten sie so eine leckere Jelia-Soße. Also machst du es selber. Also hier muss ich sagen, also wir vermissen die Soßen. Manchmal macht sie das ja schon mal und denkt, boah, die kann das braten. Ja. Also musst du dann sagen, okay, und bei uns ist es ja ein bisschen schwieriger, weil wir kein Fleisch essen. Genau. Es ist bei uns auch unheimlich schwer, dann gewisse Bratensoße dann herzustellen. Richtig. Aber man muss es jetzt lernen. Also der Rumäne ist ein Volk, wo die sagen, wir machen von Grund aus alles selber. Was wir in den Paketen in Deutschland, wir sind sehr verwöhnt, haben wir jetzt, das habe ich jetzt gemerkt. Was wir so von Deutschland kennen, diese Fertiggerichte, so wie Rotkohl und sowas, kriegst du nicht. Nein. Musst du den ganzen Rotkohl kaufen, selber kochen. Ja. Also er macht wirklich von A bis Z, von Frischgemüse macht er alles selber, auch Soßen macht er überwiegend alles selber. Auch so Sauerkraut bin ich auch nicht so im Paket, habe ich schon gesucht. Viele Leichen kaufen, das weiß ich nicht. Und, aber so geht's, ich spreche jetzt hier in normalen Geschäften, sage ich jetzt mal. Rumänischen Läden. Nee, das denke ich mal, die setzen sehr gerne Sauerkraut noch an. Weißkohl, die haben ja, boah, Weißkohl ist erschlagen. Kurz Weißkohl, boah, LKW ist voll, ich habe noch nie so viel Weißkohl. Ich auch nicht, das ist so. Bis oben hin, ne? Ich gucke. Ist so. Das Einzige, was du auch gut essen kannst, sind Fertiggerichte, sind so Pfannengemüse. Die haben sie gleich, so Reis schon mal drin sind oder so. Das ist geil. Super lecker. Super lecker. Auch wenn da überall Erbsen drin sind, aber so. Nein, nicht überall. In diesen einen waren ja nur Pilze und Reis drin. Genau, da haben wir einen erwischt. Genau. Ja. Aber da waren keine Erbsen drin. Yay. Aber super lecker. Wirklich. Was ich auch finde. Zum Beispiel hast du manchmal so einen ganzen Gang voller Tomatensoße. Ich weiß nicht, mit Kräuter, ohne Kräuter, alle Varianten an Tomatensoße. Jede Tomatensoße auf der Welt kannst du hier kaufen. Wirklich, jede. Also, und so Grillsoßen oder so, nö. Ketchup in scharf, mild, pikant. Jede verdammte Ketchup-Soße, alles was mit Tomaten zu tun hat. Grillsoße? Wenig.
Dann aber Mayonnaise. Dann sind wir dann im Kaufland gegangen und haben dann drei, haben eine Knoblauchsoße, eine Salzersoße. Und noch, nee, und noch eine andere Soße gefunden. Also was wie Salz, die Grillsoße, viel mehr Knoblauchsoße und Curry. Ja. Haben wir gesagt, boah, endlich. Die nehmen wir Na, weil das kriegst du in der Ortschaft nämlich gar nicht. Das musst du alles selber machen. Tomatensoße. Du musst deine Currysoße selber machen, musst deine Salze alles selber machen. Gut. Wir Frauen sind sehr stark berufstätig gewesen. Ja. Und ja, da blieb das Kochen so ein bisschen auf die Strecke. Strecke. Ja. Ihr wisst, wie wir gekocht haben, Freunde. Ja. Wir brauchen euch gar nichts zu sagen. Ihr wisst es. Und dementsprechend, ja, haben wir gesagt, okay, wir müssen lernen. Ja. Und ich kann gar nicht kochen, das ist so übel, Freunde, das ist so übel. Weil es mir immer gesagt, der Rumäne geht viel raus essen, das wäre ja so günstig. Macht er auch. Ja, macht er auch, es ist auch günstig. Aber Freunde, wenn es so eiskalt ist, manchmal hast du ja echt keinen Bock rauszugehen. Oder jeden Tag raus essen zu gehen. Ich meine, es ist wirklich saugünstig. Es ist manchmal günstiger, als wenn du selber kochst. Ja, wenn das zusammenrechnet, ja. Ja, ist so. Aber immer raus essen gehen, nein, das ist nicht. Nö, also haben auch nicht immer Lust, sich dann immer aufzuraffen, darüber zu lachen und sagen, hier, ja, was hatten wir noch? Wir hatten mal ein bisschen unsere Stichpunkte gemacht, ich bin ganz ehrlich. Ja. Was hatten wir jetzt noch gemacht? das Brot, ja. Das Brot, dann das Brot, nein. Also der Rumäne isst gerne helles Brot, weißes Brot, ja. Ist auch sehr lecker. Der hat auch verschiedene Arten von Toastbrot. Auch super lecker, also muss ich wirklich sagen. Wenn einer gerne Oberländer will, ja gut, der muss gucken, dass du ihn am Kaufland so ein Glück hast. Ne? Muss gucken. Ja. Also hier gibt es 90% Weißbrot. Aber hier gibt es 90% Weißbrot. Super lecker Brötchen und Teilchen. Oh, Teilchen kriegst du ab 20 Cent, Freunde. Brötchen. Berliner 40 Cent, 30 Cent. Aber mit Schokoladenfüllung. Wow. Hier gibt es keine Berliner mit Erdbeerfüllung, die sind mit Schokofüllung. Aber super lecker. Ja. Super lecker. Richtig auch geil. Die anderen Sachen da, die wir haben. Ne? Also, aufpassen. Man kann sagen, bis 60 Cent, das ist das höchste Teilchen und das ist schon mit Schokolade so gefüllt und dann sind dann schon solche Ollis, ne, so oder so ein Brezel hat man jetzt gehabt, na, mit Schoko gefüllt. Super die waren immer Marzipan-Schokolade, genau. Aber super lecker, auch die Berliner und auch so die anderen Teilchen, ne, also cool, ne? Spitze. Ja. Also du kannst einfach 29 Cent, kriegst schon eine Apfeltasche, Wahnsinn, unfassbar, Wahnsinn. Ja, das gibt's da auch. Ja, dann hatten wir, sag mir, helf mir mal. Ich kann deine Schrift nicht lesen. Ich bin ehrlich, ich kann, weil die hat so eine kritische Schrift, ich kann die nicht lesen. Ja, Sprache lernen, das ist wichtig. Also, ja, weil, haben auch schon angefangen. Also wir haben hier noch keinen deutschen Kontakt, klar, mit jetzt unter uns unsere Vermieter, mit denen haben wir Kontakt. Ja. Ja, so. Aber mit den anderen halt nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, wir wohnen in einer Gegend, alle haben die Tore abgeschlossen. Ja. Also hier sind wirklich, da ist dein Haus, sage ich jetzt mal, und da kommt ein riesengroßes Eisentor und da wohnen die dahinter. Genau, und das ist jeder so. Und wenn du diesmal so Anschluss zu Bonn hast, also guten Tag oder so, Tag weg. Und dann sagt, oh, weg. Bist du, ne? Kommst du her? Ja, also das ist schwierig. Und tschüss? Ja, okay. Aber wir müssen auch noch die Sprache lernen, weil wir können auch noch nicht viel. Liegt auch ein bisschen an uns, wir sind hier seit 6 Wochen und fangen jetzt erst an. Ja, ich habe schon gesagt, zieh mal Face, no, nee, Farge. Und dann halt so, wie geht's dir? Und da haben wir schon gedacht, okay, das geht das nächste Wort. Wir sind uns jetzt am Tüfteln, dass wir dann die Kunden, nicht die Kunden, Quatsch. Genau, schon mal sagen wir. Ja, die Leute. Dass wir die Leute gezielt ansprechen, wenn wir vorbeigehen, nicht nur Bonacera, weil die denken, wir können nur das. Ja, und da haben wir keinen Bock drauf, sondern dass wir mal jetzt versuchen, ein Stück für Stück uns an dieser ganzen Situation mal ein bisschen reinzuversetzen. Denn der Rumäne ist ein sehr zugängliches Volk. Normal. Hilfsbereit, super. Auch in den Läden, wir sind auch im Laden gewesen, da habe ich auch schon manchmal Sachen gehabt, dann habe ich gefragt, boah, wo haben wir das und jenes, ne? Oder ob es in der Hand gab und da stand der Preis nicht drauf. Ich denke, nehmen dir ab, gehen zur Kasse, zack, scannen das, kommen mit dem Zettel zurück, das kostet nach dem Motto, willst du haben, oder nein, dann sagt sie ja oder nein, ist klar. Mhm. Aber meistens ja, weil die Preise, die sind ja wirklich extrem günstig. Also jedenfalls, Also die Leute sind super, eigentlich super nett, aber distanziert. Ja, also hier zumindest. In dieser, wo wir jetzt wohnen, vielleicht ist es auch nicht überall. Ne? Wir haben auch schon auf andere, die wohnen ein paar Ortschaften weiter in einer anderen Stadt, Konstanta, Mannheim oder sonst wo. Und die sagen, nee, ich wohne jetzt nicht privat.